Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal hier rum. Ja, das hatte ich schon mal in einem Stream vorgestellt und da haben viele gefragt, kannst du dazu nicht ein Video machen? Das mache ich natürlich ja sehr gerne. Das habe ich durch dummen Zufall bei Amazon gefunden. Preis verrate ich euch lieber nicht, es war sehr teuer. Da ist zum Laden und wenn es blinkt, wird es geladen. Und wenn wir das aufmachen, ja, sieht es auch aus wie zwei Headsets. Aber ihr seht, eins hat hier oben einen Strich, das andere nicht. Wartet mal so. Ja, und dann können wir das hier rausnehmen. Dann fängt es an, grün zu blinken. Das andere auch. Ja, in der Videobeschreibung habt ihr das ja schon gesehen. Es ist ein Simultanübersetzer. Ja, der kann halt simultan übersetzen. Jetzt müssen wir erstmal noch umswitchen. So, da sind wir jetzt auch auf dem Handy. Wie gesagt, wir haben die jetzt verbunden. Es leuchten jetzt immer noch beide grün. Eins hat nur, sieht da die grüne Blase mit dem Strich da oben und eins hat halt nur diese grüne Sprechblase. So, dann suchen wir die App, da haben wir sie schon. So, eigentlich starten wir jetzt damit da und da sehen wir, dass wir jetzt beide verbunden haben und da können wir dann auch die Lautstärke ändern. Ich habe jetzt beide auf der lautesten Lautstärke und beide sind auf der Firmware-Version 00.00.29. Hier haben wir dann halt Geschichte, da kann man sehen, was ich alles übersetzt habe. Also Deutsch, Polnisch, Russisch und so weiter habe ich ein bisschen getestet. Rückmeldung, können wir eine Rückmeldung geben. Einführung ist ja die Einführung in die ganze Materie, also in die App und in die Übersetzer. Demo-Video kommen wir zu YouTube, da wird der Demo-Video gezeigt. Datenschutz ist halt der fucking Datenschutz hier in Englisch, interessiert mich nicht. Über ist halt über. So. Und hier kommen wir in das Ganze rein. Das ist das, was uns interessiert. Wir haben einmal Simul-Modus, das soll Simultanübersetzung heißen. Berührung, dann funktioniert es mit Berührung. Das habe ich versucht, da liegt es an meinen dicken Pfoten oder so. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls hat nicht so wirklich geklappt. Also mal ja, mal nein. Also simultan finde ich eigentlich am coolsten. Und aussprechen. Ja, das funktioniert ja mit Handy. Wir werden jetzt beide Modusse überprüfen. Ich nehme jetzt erstmal simultan. Erstmal Pause drin machen, sonst übersetzt er hier die ganze Zeit drauf los. So, ich habe jetzt hier Deutsch. Also kann man sich dann auch eine Sprache aussuchen. Hier gibt's, ich weiß nicht, wie viel steht auf dem Karton drauf. Über 80 Sprachen. So, und dann haben wir hier Englisch, haben wir UK-Englisch und US-Englisch, Polnisch hatte ich vorhin benutzt und dann haben wir hier so Hauptkategorien Englisch. Ja, überall, wo Englisch gequatscht wird, in den verschiedenen Sachen, hier Französisch, Spanisch. Aber jedes Land hat ja seine eigenen. Ach, jetzt fängt er schon an. Pause. Ja, jetzt, ihr seht hier, der übersetzt jetzt hier die ganze Zeit drauf los. Na. So. Der. So, ihr müsst jetzt gucken. Hier oben Englisch. Da hat die Sprechblase mit dem Strich. So haltet das auseinander. Das ist verdammt wichtig. Also nicht am Totenkopf orientieren. Der geht nur dahin, wo die Maus hingeht. Und das ohne Strich hier oben ist Deutsch. So, also, das mit Strich hier, Englisch. Das mit Strich, ohne Strich, Deutsch. Das heißt, hier quatsch ich Deutsch rein, das kommt hier Englisch an. Der quatscht Englisch rein, das kommt bei mir natürlich Deutsch an. Das werde ich euch mal kurz demonstrieren. So, ich halte das mal hier ran an mein Mikrofon, damit ihr das vielleicht hört. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Good day, how are you? Wie heißen Sie? What's your name?
So, ich habe jetzt wieder Pause gedrückt. So, jetzt wechsle ich. Jetzt nehme ich das ohne Grün. Dann seht ihr, das ist jetzt Deutsch. Ich muss Pause wieder rausmachen. What's your name? Wie heißen Sie? Good morning. Guten Morgen. So, und jetzt funktioniert zeitgleich. Ich halte das jetzt mal einfach nur hier, steck mir das mal schnell ins Ohr. Das hält doch eigentlich mit dem Strick, mit dem Pinöpel hier oben, hält auch eigentlich ganz gut. Da sind auch Ersatzteile zum Tauschen mit bei. So. Ich mache jetzt einfach mal Deutsch an. Ihr könntet ja sehen, was der jetzt macht. Wir waren heute einkaufen. Es war ein stressiger Tag. Frau wollte viel kaufen. Geht recht fix. Er hat das jetzt falsch übersetzt. Ach so, ich habe das Falsche drin. Ich habe Englisch drin. Big doof. So, ohne Strich. Das ist nicht mit Strich. Ich sah sein Gesicht mit seinem Glück in der Tür. Oh weia, ey, das ist... So, jetzt habe ich aber, glaube ich, das Richtige. Ja, jetzt habe ich das Deutsche drin, ne? So, das machen wir mal so ein bisschen weggedreht hier. Es war heute ein langer, stressiger Tag. Frau wollte viel einkaufen. Wir waren viel mit Auto unterwegs. Ich habe meinen defekten Bildschirm weggebracht. Das hat auch eine Weile gedauert. Wir waren bei Kaufland, Lidl, Aldi. Die Wege waren weit. La 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 la. Weite Wege, la 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 la. Weite Wege, la 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 la. Bis gestern haben wir... Nein, das macht er. Also ihr seht, das funktioniert eine Weile. So, und jetzt scroll ich das mal hoch. Ihr seht jetzt praktisch hier den langen Text. Und nach einer Weile unterbricht er. Also, das hat er aber vorher nicht gemacht. Vorher hat er wirklich ellenlange Texte übersetzt. Ich habe ein YouTube-Video mir angeguckt. Und habe mir das, ich höre auch immer wieder pling, pling, pling. Also man hört dann so ein akustisches Signal, wenn der aufhört mit Übersetzen, wenn dann so ein bestimmtes Kontingent voll ist, dann hört man hier wie so ein Wassertropfen, müsst ihr euch das vorstellen, so bling, bling, also nur einmal. Und man müsste gleich, da seht ihr, jetzt wieder. Also das, da müsst ihr dann halt nicht so lang, also weil irgendwann ist ja auch begrenzt, also man kann nicht hier 3 Kilometer Satz sprechen und dann... Aber das funktioniert ganz gut mit dem Geräusch. So. Ich gehe jetzt mal raus. Jetzt machen wir mal mit Berührung. Da haben wir auch eine schöne Anleitung. Seht ihr ja, wir sollen dann drücken. So. Okay. Und jetzt quatscht der komplett gar nicht. Also jetzt geht halt wirklich nur, wenn ich sage, heute war ein schöner Tag. Heute war ein schöner Tag. Heute war ein schöner Tag. Und der nimmt jetzt die ganze Zeit weiterhin auf. Erst wenn ich wieder raufklicke. Aber ich finde mit meinen dicken Fingern immer halt nicht diesen Knopf. Das ist halt so ein bisschen mit dicken Fingern immer ein bisschen so... kontraproduktiv. Ich denke mal, viele von euch kennen das Thema mit den dicken Fingern. Aber hier hört er auch nicht auf. Also, ihr könnt jetzt hier 3 Stunden quatschen und ich weiß nicht, wo da die Begrenzung ist. Das habe ich noch nicht probiert. Weil bei der Simultanübersetzung nimmt er so ein gewisses Kontingent auf und dann kriegst du dieses Geräusch, pling, und dann übersetzt er das. Dann müsst du halt kurz Pause machen, damit der andere versteht, was du von ihm willst. Damit der das übersetzt bekommt. Weil sonst ist irgendwann der Speicher voll oder die Software oder ich weiß es nicht, ob es denn zu sehr in Fehlern geht oder so, was ich mir gut vorstellen kann. Ja, aber ihr seht, er übersetzt und übersetzt und übersetzt. Und wir sind jetzt schon bei über 1 Minute. Also ganz so lange Gespräche führen. Ich werde das jetzt mal abbrechen. Moment.
Da hat er einen Fehler drin. So, und jetzt? Also. Hier seht ihr? Also der nimmt wirklich en masse dann auf, wenn ich jetzt hier Hello. What's your name? Hello, what's your name? Also das macht er. Aber das jetzt bei dem anderen, das war dann halt zu viel, wie ihr seht. Also das habe ich jetzt so auch noch nicht so wirklich benutzt. So, jetzt gehen wir mal raus und wir machen mal Aussprache. Da ist jetzt praktisch der mit dem blauen Strich hier, mit dem Strich, das ist dann praktisch, wird ersetzt durch mein Handy. So, wir können über das, achso, brauche ich euch ja nicht zeigen, wir können es halt darüber aktivieren. Oder hier. Test 1, 2, 3, Test, Test, Test. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Hallo, wie ist Ihr Name? Von wo kommen Sie? Hallo, how is your name? From where do you come from? Oder, ich mit den dicken Fingern, ey. Wollen wir eine Runde PlayStation spielen? Jetzt mal hier, das geht mir auf den Sack hier. Do we want to play a round of PlayStation? Oder wir können sagen, freust du dich auch schon auf die PlayStation 5? Ich kann es kaum noch erwarten. Was erhoffst du dir von der PlayStation 5? Ihr seht, ihr macht doch gleich Sackzeichen. Are you looking forward to the PlayStation 5? I cannot wait. What do you expect from the PlayStation 5? Da hat er das Fragezeichen jetzt falsch gesetzt. Nee. Ach so, nee. Das hat er auch beim Erfassen falsch aufgenommen. Also so ein paar kleine Fehler gibt es halt immer noch. Aber zum Verständigen ist das okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, das ist der Hauptgrund. Ja, wenn ich mit Frau bei Familie bin, dann kann ich dann sagen, hallo, ich freue mich hier zu sein. Was gibt's zu essen? Cześć. Cieszę się, że tu jestem. Co jeść? Voll geil, weil die kochen so lecker. Ich kann es euch denn nochmal vorspielen. Cześć, cieszę się, że tu jestem. Co jeść? Oder ist noch Bigos da? Czy nadal jest Bigos? Ey, das müsste. Viele von euch kennen es nicht, ich weiß. Aber. Jede Familie macht doch anders, aber das Bigos von meiner Schwiegermutter, Leute, Leute, Leute. Boah, ist das lecker, ey. Alter Schalter, ist das lecker. So, da schwärmt auch meine Frau immer total von. Was wollen wir heute unternehmen? Co chcemy dzisiaj robić? Wir können euch jetzt einfach sagen, hier, was weiß ich, wir nehmen jetzt... Französisch. Normales Französisch. Ich freue mich hier zu sein. Wie geht es dir? Je suis content d'être ici. Comment allez-vous? Oder Voulez-vous coucher avec moi? Das ist der einzige Satz, den ich von damals noch kann. Egal. Hat also genommen, wenn ich, und ihr, wie gesagt, das ist eigentlich das deutsche Kopfhörerteil dann. Willst du mit mir schlafen? Ja. So, das funktioniert alles echt wunderbar. Und wenn ihr dann, und vor allen Dingen das Geile ist ja nicht nur, dass das, ich habe sowas schon Ewigkeiten gesucht, weil... Das Übersetzen, ihr wisst, ich kann kein Englisch, aber wenn ich dann mal irgendwo bin und Frau will ja unbedingt Urlaub und so, dann weiß ich, so kann ich mich unterhalten. Selbst wenn ich nur ein so ein Ding habe, der andere kann das Handy nehmen und ins Handy quatschen und ich höre das dann in Deutsch und dann kann man
da auch ein bisschen austauschen. Es sind Computerstimmen, es ist wie beim Übersetzer, aber es ist scheißegal. Ich weiß wenigstens, was der andere von mir will. Oder ich kann ihm erklären, den Whisky da oben und nicht den Billigfusel von da unten. Also ich trinke jetzt keinen Alkohol, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn man, oder wenn man im Urlaub ist und was weiß ich, dann macht man sich hier so ein Headset drin, die denken, hey, ist ein Headset, und dann haut man sich das Handy an und lässt den, wenn der quatscht, den Übersetzer laufen in der dementsprechenden Landessprache, Türkisch, Polnisch, Russisch, Afghanisch, Japanisch, da gibt es so viele Sprachen drin. Und dann hörst du halt, wir sagen, ey, den bescheißen wir, das kostet eigentlich nur 5. Wir sagen, wir wollen eigentlich 15, geben ihm 5 Euro, 5 Dollar oder was weiß ich, Rupien Rabatt. Ja, und dann kannst du dann sagen, ey, ich hab das gehört, ich verstehe das. Du willst mich bescheißen, ich geb dir nicht 5, ich geb dir 2,5. Und dann wieder sagt er ja oder nee. Also, ja, und das Geile ist halt, die Batterien von den Headsets, ihr wisst ja, dass die lange halten eigentlich mittlerweile heutzutage. Aber wir haben ja dann noch die Ladestation hier. So, hier rein. Und dann beides blinkt, W und T. Ja, und dann werden sie halt geladen. Wenn die nicht mehr, wenn es nicht mehr blinkt, dann sind die voll. Ja. Und hier wird es über einen normalen Mini-USB geladen. Kann man nicht meckern, muss ich sagen. Ist doch eigentlich top. Ja, hat man immer was mit bei. Und zur Not nimmt man sich einen externen Akku mit. Man braucht sowieso einen externen Akku, meistens heute für das Handy. Und so nimmt man einen externen Akku noch dafür mit. Wo habe ich meinen externen Akku jetzt liegen? Den habe ich nämlich extra geladen. Achso, den habe ich auf dem Tisch gelegt. Ich habe den großen nämlich voll geladen. Der ist jetzt endlich mal leer geworden. Ja, funktioniert super. Ich habe es auch schon, wie gesagt, ich habe es auch mit meiner Frau in Polnisch versucht. Also sie hat Polnisch geredet, ich habe Deutsch verstanden, ich habe Deutsch geredet, sie hat es in Polnisch verstanden und sie hat gesagt, er hat so relativ gut übersetzt. Man konnte verstehen, was ich von ihr will. Ja, also sie ja sowieso, weil sie hat ja Deutsch, sie versteht ja Deutsch, sie lebt ja schon jahrelang in Deutschland, aber ich meine mal so, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also da englische Simultanübersetzer für Faule oder die wie mich, wie ich jetzt, die nicht die Sprache reinkriegen. Da ist das super. So. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.